und seid mir dankbar und nicht undankbar, indem ihr mich und meine Gnaden leugnet oder zum Begehen von Sünden missbraucht. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. Also, wie kannst du ein dankbarer Diener sein? Und dankbar, also Ashukr, bedeutet was? Die Umsetzung der Gaben im Wohlgefallen Allahs. Das ist Dankbarkeit. Ashukr. Es gibt einen anderen Begriff, das Lob, Alhamd. Alhamd ist das Erwähnen der Vollkommenheit Allahs. O Allah, du bist allwissend, du bist allhörend, du bist allsehend, du bist der Gerechte, du bist der Edle, du bist der Majestätische. Das Aufzählen der Vollkommenheit Allahs, das ist Lob. Lob ist Aufzählung der Vollkommenheit mit Liebe und Hochachtung. Weil du kannst auch die Vollkommenheit aufzählen aus Furcht und Angst. Jemand ist groß, sagt, oh Junge, Junge, du hast wirklich drauf, du bist groß, boah, du bist richtig breit, mashallah, Schulter. Und das sagst du nicht, um ihn zu verherrlichen, sondern weil du Angst vor ihm hast. Alhamd ist das Aufzählen der Gaben Allahs. Aus welchem Grund? Aus Lob und Hochachtung. Und Ashukr ist die Umsetzung der Gaben. Wie benutzt du diese Gaben? Undankbarkeit ist dann was? Was im Arabischen und im Koran Kufr genannt wird. Kufr, Kufrun Ni'mah. Kufr gegenüber der Gabe ist was? Also Undankbarkeit ist was? Die Umsetzung oder der Missbrauch der Gabe. Missbrauch der Gabe. Heißt es, wenn ich eine Gabe missbraucht habe, bin ich kein Muslim mehr? Nein, nein. Dieser Kufr ist kein Kufr, der vom Islam abfallen lässt, sondern es ist die Undankbarkeit.